Wir möchten, dass die Menschen in Bayern frei und sicher leben können. Dafür braucht es unter anderem eine gut ausgestattete Polizei. Was wir aber nicht brauchen, sind Sicherheitsplacebos. Wir haben heute im Bayerischen Landtag unter anderem über die elektronische Fußfessel für Gefährder diskutiert. Es gibt bisher keinen Beleg, dass eine elektronische Fußfessel einen terroristischen Anschlag verhindert hat. Eine elektronische Fußfessel zeigt der Polizei auch nur auf, wo die Person sich befindet und nicht, was sie dort redet, mit wem sie unterwegs ist und was sie genau plant. Das heißt, wir brauchen trotzdem noch Polizei, die die Person engmaschig überwacht. Und außerdem, wenn ich jemand heimlich observiere, möchte ich ihm ja keine Fußfessel anlegen, weil dann weiß er ja, dass ich ihn im Blick habe. Für uns Grüne ist also klar, um die Sicherheit zu gewährleisten, brauchen wir eine gut ausgestattete Polizei, eine europäische Sicherheitspolitik, mehr Prävention und die Anwendung von geltenden Gesetzen.